begleitet uns heute im Zoo Zürich. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Vlog hier aus dem Zoo Zürich. Wir sind jetzt gerade angekommen, wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier hochgekommen, in der Schweiz generell gar kein Problem. Wir haben uns die Tickets online gekauft, da sind sie 1 Franken günstiger. Wir haben jetzt für ein Tagesticket für eine Erwachsene 28 Franken gezahlt und schauen uns jetzt mal an, was es hier so zu erleben gibt. Hier sind die Pinguinbabys. Sind auch schon ein bisschen ausgewachsen. Na? Noch mehr. Oh, die watscheln so süß. Wir wurden gerade bei den Pinguinen von Hühnern umzingelt, die kommen immer näher. Aber die haben eine geile Frisur. Die hier sind wahrscheinlich die Küken, die haben ein bisschen in die Steckdose gegriffen. Jetzt laufen sie wieder in den Busch rein. Hab ich auch noch nie gesehen, sehr exotische Hühner. Hier gibt es auch einen Streichelzoo mit Ziegen, kann ich euch gerade nicht zeigen, denn ja, da sind ein paar Kinder dabei, aber es gibt die Möglichkeit hier Ziegen zu streicheln.
ja, Schweine im Dienst der Stromproduktion. Also ich weiß nicht, wie die hier den Strom produzieren wollen. Bei dem Elan. Naja, es sei ihnen mal eine Pause gegönnt. Ja, wir sind jetzt hier in der Savanne angekommen und das erste, was wir sehen, ist ein Nashorn. Das sind tatsächlich echte Stoßzähne. Die sind natürlich hier festgetackert und man kann den Deckel auch nicht aufmachen, aber steht hier, sind echt legal 1975 aus der Schweiz, in die Schweiz importiert. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen im alten Klösterli und gehen hier Mittagessen. Ja, wir haben direkt einen Tisch hier beim Affengehege. Das heißt, ja, man kann die Affen dabei beobachten. Da seht ihr welche, die putzen sich gerade, entlausen sich. Da oben sitzen welche. Und man hat eine richtig schöne Aussicht über Zürich. Ja, unser Essen ist jetzt da. Ich habe die Spargelcremesuppe, kurz zu den Preisen 12,50 Franken, Cappuccino, ein Ziegenfrischkäsesalat für 16,50 Franken. Hier gibt es eine Platte für 24 Franken. Guten Appetit! Ja, also das Essen war wirklich lecker, aber verhältnismäßig teuer für die Portionsgröße. Ja, Schweiz ist teurer, aber wir waren ja schon hier in einigen Restaurants und verhältnismäßig war schon teuer.
Und dazu muss man sagen, dass zwischen 14 und 17.30 es nur eine abgespeckte Karte gibt. Also die ganzen Hauptgerichte mit Rindfleisch zum Beispiel, die wir eigentlich haben wollten, gab es um die Uhrzeit nicht. Deswegen die abgespeckte Version. Es gibt hier aber auch zwischendurch so kleine Fressbuden. Wir haben jetzt auch schon Thailänder gesehen, da gibt es Curry. Roch auch richtig gut. Und Süßigkeiten, ich hole mir später auf jeden Fall noch Churros. Wir machen jetzt die andere Hälfte des Zoos. Die eine Hälfte haben wir schon abgegrast. Und jetzt sind wir gerade bei den Kamelen. Der Kamerad hier genießt gerade seinen Nachmittagssnack, und zwar sein Straußenei. Von Zeit zu Zeit bekommen die ein Straußenei als Leckerbissen.
Wir sind hier gerade in einem australischen Gehege, ist es gar nicht. Also man konnte hier rein und die Tiere laufen hier frei rum. Also es ist nichts abgezäunt. Koalas gab es auch mal, aber die gibt es zurzeit nicht. Aber Kängurus, Strauße, ihr seht, keine Absperrung. Hier gibt es natürlich auch zahlreiche Spielplätze für Kinder. Da aber da aktiv Kinder spielen, kann ich euch die leider nicht zeigen. Aber es gibt hier Klettern, welche, so eine Art Kletterseilgarten für Kinder. Also hier kann man mit den Kindern schon den ganzen Tag verbringen. Ja, wir machen noch einen Schlenker durch den Merchandise-Shop. Gibt hier Honig, Stadthonig. Ja, typischer Zoo-Merchandise-Shop. Gewürze. Eigenen Merchandise haben sie auch. Kostet 8,90 Franken, das finde ich völlig in Ordnung für eine Tasse. Cashewnüsse, Chili, Honig. Ach, hier kannst du den Zucker sogar kaufen. Einen Tiger für zu Hause, 210 Franken. Oder auch einen Löwen. Puzzle. Flamingos. Süß. Es gibt ja auch Bücher. Ich bin das Wildschwein. Oh, das würde ich kaufen. Der kleine Orangutan. Das Highlight für jedes Kind wahrscheinlich, Tattoos. Das lieben doch Kinder. Oh, was für die ganz Kleinen. Hallo.
Ja, Churros gab es leider nicht mehr. Wir haben jetzt 17 Uhr, eine Stunde vor Parkschluss. War jetzt leider schon zu. Schade. Ich hätte gerne noch Churros probiert. Ansonsten sind wir jetzt auch durch soweit. Ich habe euch nicht so viel zu den einzelnen Tieren erzählt und die Informationen. Das hätte auch den Rahmen gesprengt, weil wir sind jetzt schon knapp dran. Also wir hätten jetzt noch eine Stunde, aber gehen jetzt langsam auch raus. Man läuft schon sehr viel. Das Schöne ist, es ist sehr grün, es ist schön gelegen, sehr ruhig, viele verschiedene Tiere, auch viele verschiedene Gehege, durch die man kann. Also Vogelgehege, wo man direkt in dem Vogelgehege drin steht, oder das Australien-Gehege hat mir auch sehr gut gefallen, wo man richtig nah an die Kängurus und die Sträuße kommt. Und ja, also wirklich ein sehr, sehr schöner Zoo hier in Zürich. Ne, in Zürich, in Zoo. Ihr wisst, was ich meine. Und 28 Franken Eintritt ist okay. Man kann sich auch eine Jahreskarte kaufen, wenn man hier wohnt. Die Intention haben wir jetzt nicht direkt, aber wir kommen bestimmt irgendwann mal wieder. Ja, ich hoffe, der Vlog hier zum Zoo Zürich hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!